haben uns damals an der Bude am Stadion, wie heißt die noch? Stadion Grill kennengelernt. Deshalb sitzen wir jetzt hier zusammen. Also Mannis Buch 50 legendäre 10 des Fußballs überraschen deshalb vor allem, weil sie seine persönliche Sichtweise auf den Fußball vorne ran stellen. Wobei ich beim Titel erst gedacht habe, muss ich nicht unbedingt haben. Also ich würde dem Schalke-Fan empfehlen, 50 legendäre Szenen des deutschen Fußballs in einer vollbesetzten BVB-Fankneipe zu lesen, damit er abgelenkt wird von dem ganzen Schwachsinn, der da an seine Ohren dringt. Umgekehrt natürlich auch. Also, wenn einer der Meinung ist, Fußball besteht daraus, dass man den Ball von der linken Seite in den Strafraum schlägt und einer köpft ihn dann rein, dann soll er das Buch nicht lesen. Halbzeitpause bezieht sich ja gerade auf die Dinge, die abseits des Feldes liegen. Über Begebenheiten wird da berichtet, über Sprüche, über skurrile Zwischenfälle, über durchgeknallte Figuren, die wir immer wieder finden im Umfeld des Fußballs und gerade dort. Die hat er aufgetan, die beschreibt er, die muss man unbedingt lesen, wenn man mitreden will im Fußball. Also der Untertitel von Halbzeitpause ist in der Tat die Fußball-Klo-Lektüre. Direkt eine Woche später kam die Anfrage, ob man das Ganze dann auch auf der Couch lesen dürfe. Aber er hat sich gern natürlich überall zu lesen, das Ganze. Bier passt auf jeden Fall dazu, aber auch eine schöne Latte Macchiato. Alles Hauptsache, man hat ein paar ruhige Minuten und kann sich zurückziehen. Ein 78er Châteauneuf du Pape, ganz vorzüglicher Jahrgang. Man sollte grundsätzlich nur Rhone-Weine trinken, aber zu dem Buch ein Châteauneuf du Pape. Ist nämlich schweineteuer. Das Buch ist ja billig, wie wir wissen. Genre ist jetzt gar nicht so entscheidend. Also ich glaube, wenn ich vom Fußball mal weggehe, dann werde ich auch erstmal was Anekdotisches wieder versuchen. Ich würde mal ganz gerne einen großen Enthüllungsroman schreiben. So einen Schlüsselroman. Zum Beispiel über den WDR. Das wäre doch ein Ding. Da traue ich mir noch nicht so richtig. Muss ich ein bisschen älter werden. Ich habe ein paar Lieblingsautoren. Jonathan Franzen zum Beispiel. Oder T.C. Boyle. Georges Simenon lese ich auch sehr gerne. Und dann muss das Buch auf jeden Fall eine gute Geschichte haben. Sprachlich muss es mich auch ansprechen, es darf nicht so eine verschachtelte Sprache, so was Künstliches oder gewollt Kunstvolles haben, mit einem einzigen Satz, der über anderthalb Seiten geht, das will ich nicht. Es gab im Radio eine Aufforderung, sich zu bewerben, die suchten da Nachwuchsleute. Da war ich gerade erst mal 19 oder 20 Jahre alt. Und dann haben sie mich zu verschiedenen Probereportagen geschickt. Und nach ein Vierteljahr bin ich dann zum ersten Mal auf den Sender gelassen worden. Erst so nebenberuflich, freiberuflich und dann im Hauptberuf. Also ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich weiß gar nicht mehr, welche Professoren das war, an der Ruhr in Bochum. Irgendwann dachten wir, müssen ein Fußballseminar machen. Das allererste Fußballseminar in Deutschland, was sich mit Fußball in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Ich kann auch nicht mehr sagen, welches Fachgebiet das war. Das war denen auch, glaube ich, egal. Hauptsache Fußball an der Uni. Und da war so ein durchschlagender Erfolg, dass ich sehen konnte, dass Fußball Texte und das Ganze drumherum die Leute so begeistert, dass man davon möglicherweise eines Tages auch leben werden können würde. Hat Gott sei Dank funktioniert. Ich bin in meinen Reportagen kein Mann der tollen Sprüche. Es gab immer welche, die sich vorher Sprüche ausgedacht und aufgeschrieben haben. Das habe ich nie gemacht. Ich bin immer sehr spontan gewesen. Und wenn du spontan bist, dann fallen dir nicht so ganz knallige Aphorismen oder sowas ein. Für mich hat er einen super Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn die Eckfahne eines Tages Nutella-Fahne heißt, dann hört er auf. Hohe Verehrung und Verneigung vor dem jährlichen Fußball. Ich konnte es auch nie nachempfinden,
dass da so eine auch noch künstlich aufgeputschte Rivalität mit den Deutschen bestand. Ich habe den niederländischen Fußball natürlich immer hochverehrt. Das hat mich so massiv geärgert jetzt bei dieser Weltmeisterschaft im Jahr 2010, wie die plötzlich an zu treten fingen und vorher schon nur auf Ergebnis gespielt haben. Das war so beschämend für die Holländer. Ich bin relativ froh, dass wir jetzt deutschen Fußball mittlerweile sehen, der sehr dem niederländischen Fußball entgegenkommt, den die damals gespielt haben. Ich habe als heranwachsender Mensch habe ich ein Vorbild gehabt, nicht weil er so toll geschrieben hat, aber weil er von seiner Einstellung her mich überzeugt. Das war Heinrich Böll. Papst Johannes den 23. Aber nur wegen seines Zitates: Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Das fand ich sehr, sehr gut. Und zwar nicht Trapattoni gemeint, oder? Nee.